Da muss... Na, da muss auch noch dran. So. Wir brauchen gleich wieder einen Eimer. Ja, ja, die Farbe geht uns aus. So. Alter, ist das der Hammer. So, aber irgendwie ist das Spiel voll cool. Ich weiß nicht. Lacht ruhig über mich. Ich finde das Spiel irgendwie voll geil. So und weg. Ich finde das irgendwie cool, dass man das so machen kann. Weiß nicht, gefällt mir. Macht mir irgendwie echt Spaß. Also wie gesagt, wenn einer Lust hat von euch oder so, ein bisschen zu renovieren, ein paar Häuser zu kaufen und zu verkaufen, macht echt Spaß, ist echt witzig und gar nicht teuer. Ich weiß nicht, ob es noch im Early Access ist oder so, aber ich weiß gar nicht, es kostet, glaube ich, 16, 17 Euro, ist jetzt nicht die Welt. Und dafür macht es echt Laune. So und so und so. Na, nicht ganz so. So, so. Na, jetzt für die letzte Bahn echt nochmal. Wollen nochmal ein bisschen Farbe. So. So. Das ist auch fertig. Lüften. Apropos, habe ich eben die Farbe eigentlich weggetan, weggepackt? Ja, ne? Ja. Ja, haben wir gemacht. Alles gut. So, und hier muss ich jetzt wahrscheinlich noch Gegenstände entfernen. Zweimal Stahlregal für die Garage. Oh, warte. Wo... Achso, nein. Wo ist denn die Garage? Hier ist noch ein Bad. Wo ist denn die Garage? Haben die hier keine... Da stand doch eben was von Garage. Aber wenn er sagt entfernen, dann müsste ich das ja verkaufen. Ich dachte, ich könnte das jetzt rübertragen in die Garage halt. Damit... Ja... was noch? Ach, anbringen, Spiegel. Ja, 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 ja. Okay, das ist, gut, dann wollen wir mal anfangen. Dann wollen wir mal anfangen. Fliesen. Aber wir brauchen Farben. Ah, Moment. B. Bodenfliese. Bodenfliese für das Badezimmer. Was nehmen wir denn da? Die finde ich, glaube ich, sehr schön. Hä? Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Das sind einzelne! Na, pff, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Bodenfliesen 1, das ist kein Paket. Hä? Habe ich was verpasst?
Ah, okay. So muss ich das machen. Okay, das sieht komisch aus. Ich hätte die jetzt anders gelegt, aber von mir aus. So, Bodenfliesen, dann Wandfliesen. Weh, Wandfliesen. Was nehmen wir denn mal für Wandfliesen? Ich glaube, dann nehmen wir die. So. Hatte ich das Fliesen? Ach, das habe ich schon schneller gemacht, ne? Gott, wie lange würde denn das dauern, wenn ich's... Alter, wenn ich das auf Standard gelassen hätte. Ich meine, ist ja cool, wie er das macht, so verfliesen, ne? Ist ja in Ordnung, aber... Was? Boah, ist das zäh. Alter, Leute. Man fühlt sich, als würde man wirklich die Fliesen selber legen. Das ist ja... Oh Mann. Alles klar, neues Paket Fliesen. Hallo, so. Och, noch eine nehmen. Die reichen jetzt aber. Was? Ich brauche hier immer eine Fliese. Egal ob so eine Reihe oder so eine Reihe. Echt jetzt? Du Schande. Ist ein bisschen sehr schwarz-weiß geworden, kann das sein? Soll ich die anderen vielleicht ein bisschen anders machen? Warte mal, die mache ich hier erstmal noch dran. Ich jetzt, da ist nicht mal... Warte, das... Nein. Ehrlich jetzt? Boah, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Da brauche ich ja noch 10 Pakete von den Fliesen. Du Schande. Das ist doch nicht wahr. Egal, ob ich eine halbe oder eine ganze Reihe klatsche, es braucht immer ein... Oh, das ist doch... Was? Okay, das haben sie ein bisschen kappes gemacht. Das finde ich ehrlich, haben sie etwas übertrieben. Dass es keine Rolle spielt, welche Fliesen man hier hat, das ist... So. Ist ein bisschen kappes, oder? So, den Fensterrahmen, den hätte man eigentlich streichen müssen und nicht verfliesen, oder? Na komm, ich habe noch ein paar. Nehme ich da jetzt andere? Was gibt's denn noch für Fliesen? Oh, Fliesenleger. Legen von Fliesen um 100% schneller. Ja, komm, Fliesenleger ist so nervig. Das mache ich jetzt um 100% schneller auf jeden Fall. Ich fürchte zwar, verputzen wird nachher genauso ein Desaster, aber das sehen wir dann. So, Shop, Wandfliesen. Was nehmen wir denn für Wandfliesen?
Wollen wir hier auf der Seite jetzt ein bisschen was anderes nehmen? Hier sowas. So, hatten wir schon. Einfach, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und ich finde, die sind auch ganz schön, oder? Okay, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, und ja, es geht tatsächlich deutlich schneller. Da man aber für jede Fliese wieder hier hinklicken muss, ist trotzdem nervig. Okay, ich werde euch sagen, so werde ich das Bad wahrscheinlich niemals in Wirklichkeit fließen. Es sieht furchtbar aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, im Laden kann man sich die immer auf so einem Quadratmeter oder so angucken. Hier siehst du immer nur eine Fliese. Das ist immer schwierig. So, Rest der Fliesen weg. So, Heizkörper ist schon dran. Was haben wir hier? Dusche. Hallo. Achso. Ja. Ich muss ja erst aufdrehen, damit das Wasser rausläuft und dann Dingens kaufen. Ja. So, Dusche war unter Badezimmer, ne? Badezimmer, Einbaudusche. Montieren. So, was haben wir gesagt? Erst die Dinger. Da und da. Ich will es jetzt mal versuchen, ohne hier eine Sauerei zu veranstalten. So, jetzt hinlegen. So. Den dran. Reinsetzen. Festschrauben. Abdecken. Den erst. Dann den. Ja, genau. Dann den Rahmen drauf. Wand. So. Und ja, ich glaube, ich habe mir gemerkt, wie es ging. Damit mir nicht wieder so eine Missetat passiert hier. So, Wand. Den. Festschrauben. Nächste Wand. Griff festschrauben. Abdecken. Nächste Wand. Hinsetzen. Festschrauben. Festschrauben. Glastür rein. Griff dran. Ah, ja, ich glaube, es wird. Ich glaube, es wird. Jetzt das Ding und das Ding. Den Rahmen drauf. Das Teil dran. Festschrauben. Ich glaube, ich krieg's hin ohne Sauerei. Das wäre voll cool. So und so. Und das Rahmenstück rein. Ja, ich habe es hingekriegt, ohne Sauerei zu machen. Voll gut. Toilette. Kompakt-WC-Fletti. Hat er einen speziellen Wunsch? Geräte, Gegenstand anbringen, Spiegel. Montiere Geräte. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Da steht bei, was für Fliesen. Ich Hornochse. Ja, die Farben stehen doch auch immer bei. Oh, ich Hornochse. Oh nein. Nein. Die Wand, die Keramik Grey waren richtig. Oh, die Bodenfliesen war alles falsch. Schitte. Oh, das wird teuer. Keramik Grey, ja, alles klar. Na, hallo? Nee, nicht Bodenfliese, Wandfliese. Um Himmels Willen. Wandfliese, Keramik Grey.
Oh nein. Oh, es tut mir leid. Ich glaube, ich werde hier spulen, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Schitte. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich gespult. Tut mir sehr leid. Ich gucke mich gleich noch mal kurz um. Ich habe Ba-bom. Jetzt die richtigen Fliesen hier verbraten. Hat mich ein bisschen extra Geld gekostet, hat mich etwas geärgert, kann ich nicht ändern. Ist nicht so schlimm. So. Ich habe nur hier gerade ein bisschen Sauerei gemacht, weil ich wollte auf das Waschbecken klicken, weil das war richtig. Nur, solange da drunter noch irgendwas ist, was noch nicht montiert ist, zeigt er das an. Und ich habe durchs Waschbecken unten eine Schraube versehentlich angeklickt. Das war natürlich ein bisschen Panne. So. Alles klärchen. Okay, hat die Toilette kein... Moment, hat er hier auch? Montiere Geräte. Okay, nee, hat er keinen speziellen Wunsch. Dann nehmen wir ruhig ein schickes WC. Montieren. Okay, festschrauben. Mal schauen, ob ich jetzt hier auch eine Sauerei mache. Okay, nee. Wird das nicht an Wasser angeschlossen? Was haben die denn für komische Toiletten? Das Ding hat doch einen Spülkasten. Wo soll denn das Wasser hinkommen? Da ist doch... Okay. Da sind auch Anschlüsse, aber es wird scheinbar nichts benutzt. Gegenstand anbringen, Spiegel. Ja, Badezimmer. Badezimmer hat auch Spiegel, eigentlich. Gibt's die separat? Hallo? Unter Badezimmerkategorie finde ich keine Spiegel. Und nur einen zur Auswahl, der nicht spiegelt. Ja, okay. Ah, so, okay, sorry, das war ein kleines Desaster, aber jetzt sind wir hier fertig. Irgendwo habe ich noch eine Aufgabe. Oh, ich soll noch Wände rausbrechen. Sekunde. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass ich noch Wände rausbrechen soll. Das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. So, die Wand. Das war ein bisschen viel, oder? Nein, das sollte auf Lücke bleiben. Okay. Das sollte so bleiben, na gut. Weil so passen die Wände nicht voneinander, aber das, naja, wenn er es so haben will. Aber ihr wisst, ich kann sowas nicht so liegen lassen. Ich glaube, es ist morgengelb. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht so aus. Ja. Alles klar.
So, und jetzt die Wand hier auch noch raus. So, die Wand sollen wir auch noch rauskloppen. Halt, doch einen noch. Einen Bereich noch. So, die Wand soll auch noch raus. So, 6 von 7 Aufgaben. Hier haben wir also die Wände auch noch raus. Dann habe ich... Habe ich hier noch eine Aufgabe? Nee, ne? Das war fertig, das Badezimmer. Jawohl. Ich gucke gerade auf der Minimap, ob ich hier noch irgendwas tun soll. Achso, hier bin ich am Lüften. Das war Flieder gestrichen. Ist hier noch was zu tun? Nein, keine Aufgabe in diesem Zimmer. Ach, streiche die Zimmer. Hier ist noch ein Schlafzimmer, das noch nicht gestrichen wurde von uns. Streich... Himmlisches Blau. Okay, hier sollen wir himmlisches Blau streichen. Farben. Was ist denn König... Himmlisches Blau. Hier ist himmlisches Blau. Alles klar. Okay, das Schlafzimmer sollte auch noch gestrichen werden. So, dann wollen wir das auch tun. Alles klärchen. Dum-di-dum-di-du, dum-di-dum-di-du. So, ich muss gleich unbedingt mal nachschauen, ob wir nochmal einen Skillpunkt haben. So. Da. Nee, goldenes Händchen meine ich nicht. Das auch nicht. Malen haben wir aktuell auch keinen. Nö, keine Skillpunkte verfügbar. Schade aber auch. So. Das ist himmlisches Blau. Das sieht nicht nach himmlischem Blau aus. Also vom Namen her, ne? Ich weiß nicht, es klingt nicht, sieht nicht irgendwie so aus. So und so. Tschawups. Und die und die. So, weiter geht's. Ach, ich komme nicht an den Krone. Och, schon wieder. Schon wieder alle. Schon wieder alle. Wir brauchen nochmal himmlisches Blau. So. Zzt. Der Kronleuchter ist hier echt im Weg. So und so. Farbe. Moment mal, das reicht doch nicht, oder? Zzt. Das war doch noch nicht ganz so himmlisches Blau. So.
Schon wieder alle. Alter, diese Farbe, die geht mir auf den Keks. So. Da, da, dam, dam, da, da, dam, dam. So, 100% gestrichen. Restfarbe muss weg. Fenster auf zum Lüften. Das ist aber schon ganz hübsch. Das ist schon ganz hübsch. So, wir haben alles. Oh, das hat aber auch eine Weile gedauert jetzt. Wir haben aber alles fertig. Das Haus ist gemacht. So, dann wollen wir den Auftrag beenden. Wir kriegen über 8000 Dollar dafür. Sehr cool. Beenden. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir haben jetzt so viel Geld eingenommen. Wir sind fast bei 70.000. Ich glaube, beim nächsten Mal besorgen wir uns ein anderes Haus, renovieren das und verkaufen das richtig profitabel. Das fände ich eine coole Idee. Also, ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.